Kurz darauf Löscheinsatz, wieder ein Brandmelder. Mit 5 Fahrzeugen rückt die Mannschaft aus. In diesem Bürogebäude im Duisburger Innenhafen wurde der Alarm ausgelöst. Jetzt müssen die Feuerwehrmänner herausfinden, wo und warum. Der Gebäudeplan aber hilft auch nicht wirklich. Was ist hier drin? Was zu machen? Bodega. Also, haben Sie den Schlüssel für den Kasten hier? Ich habe einen Generalschlüssel. Kommen Sie mal auf den Kasten. Kommen Sie hier ab, ist alles bis jetzt. So ist es meistens. Sie müssen sich zurechtfinden in einem Gebäude, das Sie nicht kennen. Reinhard Baumgarten versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Nach ein paar Minuten gute Nachrichten, wenigstens für den Hausverwalter. Es war Fehlalarm. Wie so oft hat die Technik einen Streich gespielt. War ein technischer Defekt. Da ist wahrscheinlich eine Glühbirne oder dergleichen, ist gewechselt worden. Leichte Rauchentwicklung, konnte man gar nichts mehr sehen. Ist das Übliche so, ist kostenpflichtig. Ist nicht kostenpflichtiger Einsatz jetzt gewesen. Ganz üblich, nichts weiter gewesen jetzt. Für all das waren sie mit 5 Fahrzeugen unterwegs. Viel Aufwand, aber man weiß ja nie. Sie wollen und dürfen nicht riskieren, im Ernstfall mit zu wenig Einsatzkräften am Brandort einzutreffen. Ulf Steger hatte Glück. Ihm bleibt der ganze Stress erspart. Er hat heute Küchendienst. Was gibt's denn heute? Ja, es gibt Hackbraten mit Kartoffeln, Erbsen und Möhren und einer delikaten Soße. Jetzt kocht immer ein anderer von euch. Haben denn alle eine Mindestausbildung als Koch oder wie das? Nee, das nicht. Nee. Also wir haben eigentlich angeborene Fähigkeiten. Entweder kann man das oder man ist es. Wie schmeckt das denn, wenn so Feuerwehrleute kochen? Ja, das ist natürlich gut. Ist doch klar. Wir haben also einen Grundstamm, die hier kochen, die dann auch vorbereiten. Und wenn die dann aber einsatztechnisch halt raus müssen, dann müssen die anderen das halt ausbaden und müssen den Job halt füllen und übernehmen. Und weh, das schmeckt dann hinterher nicht. 3,50 pro Nase, dafür gibt es Essen satt. Während des Bereitschaftsdienstes kann man eben kaum ins Restaurant gehen. Und das Essen schmeckt wirklich, die Buchführung allerdings nimmt es sehr genau. Schließlich muss auch wieder eingekauft werden. Es ist immer noch eine Männerwirtschaft hier. Frauen in der Feuerwehr sind rar. Wenn überhaupt, arbeiten sie im Rettungsdienst. Und Feuerwehrmann, das ist immer noch der Traumberuf für manche Jungen. Daniel Gruber hat seinen Sohn Jeremy mitgebracht. Der 13-Jährige will in Vaters Fußstapfen treten. Feuerwehr findet er einfach spannend. Also die Brände überhaupt zu löschen, Menschen am Leben zu retten. Ja, dann überhaupt das Ganze, was hier abspielt. Auch mit der Organisation und so. Ist ja auch ein Beruf, der mit vielen Risiken und Belastungen verbunden ist. Haben Sie da keine Sorge? Eigentlich nicht. Dann hätte ich den Beruf selbst auch nicht gewählt, wenn er mir zu gefährlich wäre. 1:30 mittags, eine Übung steht an. Die Räume der Atemschutzwerkstatt werden künstlich verqualmt. Das Szenario: bei der Suche nach Personen in einem verräucherten Haus wird ein Feuerwehrmann verletzt und muss selbst gerettet werden. Ulf Steger soll das Opfer spielen. Dazu wird er sich irgendwo im Disco-Nebel den Fuß brechen. Dabei schleppt er alles mit, was er auch im Einsatz bei sich trägt. Mit einer Rettungsrutsche kämpfen sich Steger und Kollege Bernd Ringel in die verqualmten Räume vor. Viel sehen sie nicht, aber im Einsatz sind die Bedingungen oft noch schlechter. Es ist soweit. Steger bricht sich wie geplant den Fuß. Die Kollegen werden zu Hilfe gerufen. Kenschke? Ja, mach mal ein bisschen die. Mit vereinten Kräften schieben die Männer Steger hinaus. Dabei orientieren sie sich an der vorab gespannten Rettungsleine. Genau so würden sie es auch im Einsatz machen. Alles soll möglichst echt wirken. Bernd Ringel ist nach der ganzen Aktion ziemlich fertig. Wir beide waren ja in einem Trupp und der Kollege hat sich den Fuß gebrochen in der Übung. Und die Kollegen mussten uns jetzt erstmal in der schnellen Zeit finden, um uns da rauszuholen. Wir mussten die Probleme, das ist eigentlich nicht, weil wir das eigentlich gut geübt hatten schon vorher. Aber nee, es hat gut geklappt. Der Kollege ist ein bisschen schwer. Aber nee,
Hat gut geklappt, die Übung. Ja, ich hoffe, dass ich niemals in die Bedrohung komme, weil das ist dann doch schon heftig. Weil es muss schnell gehen, also da wird, ist auch nicht, die Kollegen sind dann nicht so vorsichtig, ist klar. Der Schmerz wird mit Sicherheit nicht vor Ort bekämpft. Und diese Mulde, was eigentlich eine Schubkarre ist, ist auch gerade nicht unbedingt bequem drin zu liegen. Am Abend diskutiert das Team Rettungseinsätze anhand von Videos. Hier sind mehrere Jahrzehnte Notfallerfahrung versammelt. Aber die Männer würden ihren Beruf nicht tauschen, obwohl sie alle erschütternde Erlebnisse hatten. Und dann hieß es ein Verkehrsunfall. Und wir haben uns da nichts bei gedacht. Ja, und dann sind wir erstmal angekommen und haben wir halt dann schon da den ersten Toten liegen sehen. Und dann ist uns erstmal klar geworden, dass da drei tote Kinder auch liegen. Ja, und das war natürlich dann, also für mich war es der schlimmste Einsatz, den ich da hatte. Ich habe irgendwie hinter einem 30-Tonner gestanden mit einer brennbaren bzw. entzündlichen Flüssigkeit mit meinem Feuerlöscher und sollte jetzt aufpassen, dass er sich nicht entzündet und explodiert. Da hat man zu viel Zeit zum Nachdenken. Also dann lieber eine Sache, wo ich irgendwo rein muss, weiß ich, ein Wohnungsbrand oder irgendwie eine Sache, die einen zwar technisch beschäftigt vom Ablauf, aber halt nicht so die Zeit einräumt, über das, was man da wirklich macht, nachzudenken und über das Gefahrenpotenzial. Ein Mann mit dem Kopf vor die U-Bahn, wirklich geprallt. Und es sah wirklich nicht gut aus in diesem Moment. Und wir haben eigentlich schon alle Hoffnungen aufgegeben. Und im Nachhinein haben wir erfahren, er hat es überlebt und er lebt heute noch. Ne? Er ist schon in der Reha. Und da kann man sagen, da hat alles, was wir angewandt haben, auch funktioniert. Obwohl es von Anfang an gar nicht so gut aussah. Und da kann man sagen, jo, es hat wirklich sich gelohnt, da die Arbeit zu machen. Also Feuerwehr ist Teamarbeit. Da zählt nicht nur der Einzelne, sondern alle zusammen. Und eine Hand wischt die andere, einer für alle, alle für einen. Das ist so die Sache, da kann ich mich mit identifizieren. Und das macht mir Spaß halt jeden Tag aufs Neue. Und der letzte Tag der Woche fordert noch einmal alles von Ihnen. Im Hüttenwerk Krupp Mannesmann brennt die Hochofenanlage. Glühender Koks ist ausgetreten, das Gebäude steht in Flammen. Mehr als ein Dutzend Löschzüge sind vor Ort. So, ihr beide geht nach oben, über die schräge Aufzugsseite und macht von Bühne zu Bühne immer weiter höher eine Innenerkundung und sagst mir dann Bescheid, wo weit wir dann vorgehen können. Erste Trupps kämpfen sich in das Gebäude vor. Noch weiß niemand, wie es drinnen aussieht. Die Lage stellt sich wie folgt dar. Wir haben hier ausgetretenen Koks, heißen Koks und heiße flüssige Mittel, die wir jetzt halt mit massivem Wassereinsatz löschen müssen. Soweit können wir hier erstmal gar nichts sagen. Wir müssen jetzt erstmal den Innenerkundung abfahren. Eure Aufgabe wäre jetzt hier vorne reinzugehen und als zweiter Erkundungsgruppe die Lage zu sondieren. Ja. Okay? Ja. Auch Steger und Otten sollen rein. Die beiden sind ein bisschen nervös. Es ist eine kribbelige Situation. Wir sollen jetzt erkunden. Drinnen erkunden. Wie stellt sich die Lage insgesamt dar? Was brennt da alles? Das wissen wir noch nicht. Vom Dach aus wollen die Männer in das Gebäude eindringen. Sie sollen herausfinden, wie weit der Brand vom glühenden Koks auf das Gebäude übergegriffen hat. Oben aber geht es erst einmal nicht weiter. Wasserdampf und Flammen versperren den Weg. Der Hochofen wird immer noch mit Luft befeuert. Aus Sicherheitsgründen konnten die Techniker das Gebläse bisher nicht endgültig abstellen. Im schlimmsten Fall könnten Gas und Dampf explodieren, Lebensgefahr für die Männer. Aus allen Rohren pumpen die Löschzüge deshalb Wasser auf die Flammen. So wollen sie eine Explosion verhindern. Wirklich löschen können sie nicht. Dann probieren wir mal, wie weit du kannst, damit wir den Kopfberg von oben ein bisschen nass machen können. Okay? Bei mir ist die Wurfweite und die Auffächerung des Strahls zu groß und die Wurfweite zu gering. Die Männer von der Werksfeuerwehr waren als Erste am Brandort. Aber auch sie können zu diesem Zeitpunkt bestenfalls versuchen, den Brand einzudämmen. Also ich denke schon mal erstmal kühlen. Ja, das ist erstmal die Hauptsache, die wir machen können. Und dann Ursachen bzw. erstmal erkundigen, wo was ist, welche Gefahrenquellen noch an dem Ofen sind, am Ofen B. Peter Otten und Ulf Steger wagen einen zweiten Anlauf in Begleitung eines Kollegen von der Werksfeuerwehr. Hier drinnen ist es über 100 Grad heiß. In der Hitze rast der Dampf des Löschwassers an ihnen vorbei. Unter ihnen das flüssige Eisen. 50 Tonnen glühender Koks sind hier außer Kontrolle geraten.
In der Nähe des Brandherdes wird es dem Kollegen von der Werksfeuerwehr zu gefährlich. Otten und Steger sollen das Gebäude verlassen, und zwar schnell. Wir waren jetzt die ganze Zeit da drin. Wir waren drin, ja. Es ist gefährlich da drin. Ich höre, das kann explodieren. Also Explosionsgefahr bei Ofendruck. Jetzt ist der Ofen raus. Aber besteht immer, da laufen Sauerstoffleitungen, da laufen andere Medienversorgungen. Unseren beiden Wehren ist es inzwischen gelungen, die größten Einzelbrandherde abzulöschen, glühenden Koks. Und Roheisen, soweit ausgetreten ist, mit Temperaturen 1700 Grad runterzukühlen. Jetzt haben wir noch eine Stelle, die zu sehen ist, wo es ein bisschen riskant ist. Sind Sie optimistisch, dass wir es in den Griff kriegen in den nächsten Stunden? Wenn nichts dazwischen kommt, ja. Auch Ulf Steger ist froh, dass er wieder draußen ist. Viel gesehen hat er nicht. Ja, unübersichtlich. Man sieht diesen vielen Dampf nicht. Man sieht ja von hier aus die Flammen. Ja, viel Wasserdampf, man sieht eigentlich nichts. Man tapert da im Dunkeln. Jede Menge Glut, jede Menge Feuer. Sieht nach einer längeren Geschichte aus. Das dauert länger, ja. Dann beordert die Einsatzleitung die Erkundungstrupps zurück. Nach kurzer Zeit haben alle Männer das Gebäude verlassen. Die meisten um ein paar Liter Wasser leichter. Das wird nachgefüllt. Mal sind da 20, 30 Grad, mal sind da 500 Grad. Je nachdem, wo man ist, mal auch mehr. Müssen wir nochmal rein gleich? Ja, wir gehen mal. Und Ende. Seit 2 Stunden pumpen die Feuerwehrleute nun Wasser ins Gebäude. Mit Erfolg. Die Glut im Inneren des Gebäudes wird langsam schwächer. Die Werkstechniker können versuchen, das Gebläse des Ofens abzuschalten. Nervosität bei den Werksangehörigen. Niemand weiß, wie das Feuer im Gebäude reagiert, wenn der Gebläsestrom wegfällt. Geduldsprobe. Wir warten drauf, was da jetzt entschieden wird, welche Messungen im Hofofen vorgenommen worden sind, um dann wieder einen Innenangriff zu starten. Da müssen wir erstmal abwarten. Aber alles geht gut. Die Hochofengase werden jetzt durch die Rohre an der Außenwand abgefackelt. Auch im Inneren der Anlage beruhigt sich die Lage. Nach stundenlangem Kampf kann der Löschtrupp durchatmen. Der Brand scheint unter Kontrolle. Ich habe nur die Information bekommen, dass die Einheit 1 sich aus dem Abschnitt zurückzieht. Das heißt, wir machen jetzt zum Abmarsch fertig. Sammeln Gerätschaft, Mannschaft, fahren nach Hause. Ich führe dann zur Waffe. Die Ausrüstung allerdings ist komplett verdreckt. Die Männer werden lange schrubben müssen, bis alles wieder sauber ist. Aber das gehört dazu. Reinhard Baumgarten lässt die ersten Löschfahrzeuge abrücken. Auch Peter Otten und Ulf Steger dürfen nach Hause. Beide sind fix und fertig, aber irgendwie auch zufrieden, dass es nicht wieder der Fehlalarm eines Brandmelders war. Schließlich sind es genau solche Einsätze, für die sie ihren Beruf lieben. 3-mal Fehlalarm in der Nacht und dann so ein Einsatz vorm Frühstück, ist das normal? Das ist so. Das ist halt Teil des Jobs. Ja, dafür gibt es uns ja. Wenn das alles nur mit Brandmeldeanlagen gehen würde, dann wären wir ja über. Aber dafür sind wir da und man sieht ja auch, dass diese Brandmeldeanlagen durchaus ihren Wert haben. Ja, wenn das dann später erst gemerkt werden würde, hätte man natürlich auch dann größere Schäden. Die Regel ist ja, es gibt keine Regel. Das heißt also, die letzten Nächte waren mit Fehleinsätzen bestückt. Aber es kann uns genauso gut passieren, dass wir jetzt halbfertig und ziemlich erschossen zurückfahren zur Wache. Und von da aus direkt das nächste Feuer wieder fahren. Von daher müssen wir als erstes mal gucken, dass wir unsere Gerätschaften wieder in Ordnung kriegen. Und dann kümmern wir uns um uns selber.